Die Zeugin eines Mordes wird von dem mutmaßlichen Täter bedroht. Kommissar Naseband beschließt, ihr persönlich zu helfen. Ich hoffe, es ist nur für ein paar Tage, dass sie den Mörder geschnappt haben. Ach Mist, jetzt habe ich doch noch was oben liegen lassen. Ich muss noch mal eben hoch, ja? Und alles gleich klar. Wieder da. Aber schnell bitte, ja? Ja. Hey, jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Ich bringe euch einfach noch für ein paar Tage irgendwo hin und dann ist gut, okay? Es geht schon in Ordnung, aber warum sagt mir keiner, was hier eigentlich los ist? Man macht keinen Ton raus. Naja, das ist ein bisschen problematisch. Ich weiß es auch nicht, also... Hilfe! Mama! Pass auf, du gehst in deine Wohnung, schließt dich ein, lässt niemanden rein. Ich schicke dir einen Kollegen, ja? In der Leitstelle bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen silbergrauen Jeep oder Rover oder sowas. Fahrtrichtung über die Beethovenstraße stadtauswärts. Kennzeichen kann ich nicht erkennen, ist abgeklebt. Dann muss sich doch jemand um den Sohn der Zeugin kümmern. Der ist zu Hause, hat sich dort eingeschlossen, will ich jedenfalls hoffen. Der Junge heißt Chris Lammert und wohnt auf der Siemensstraße 17. Shit, ja. 12 Jahre habe ich gebraucht, um dich zu finden. Du glaubst gar nicht, was das für ein verdammt geiles Gefühl ist. Ich fühle mich geehrt. Du fühlst dich geehrt? Pass mal auf. Hast du etwa Harald auf dem Gewissen? Hä? Das kann ja wohl kein Zufall sein, dass er bei dir in der Tiefgarage erschossen wurde. Nein, ich habe Harald nicht auf dem Gewissen. Aber du. Ich? Wieso ich? Ich sag mal, du hast sie doch nicht mehr alle. Doch. Die Polizei wird feststellen, dass die Fingerabdrücke auf der Waffe, mit der Harald erschossen wurde, deine sind. Meine Fingerabdrücke? Wieso meine Fingerabdrücke? Erinnerst du dich an den Überfall, wo plötzlich deine Waffe weg war? Sag nicht, du hast die Waffe damals an der Seite geschafft und bis heute versteckt all die Jahre. Ha? Ich dachte, irgendwann könnte sie mir von Nutzen sein. Und siehe da. Meinst du nicht, ich hätte nicht gemerkt, dass du mich die ganze Zeit beobachtet hast? Ach komm, scheiß was drauf. Weißt du was? Wenn ich erstmal die Kohle habe, um die du uns damals beschissen hast, ja? Dann tauche ich eh für immer ab. Ach ja, das Geld. Ich glaube, ich muss dir was gestehen. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's ausgegeben. 4 Millionen? Willst du mich verarschen? So, pass mal auf, Fräulein. Jetzt reden wir mal Tacheles, ja? Dreh dich um, wenn ich mit dir rede. Ich zähle jetzt von 5 runter. Du sagst mir, wo das Geld ist. Und dann mach ich dich platt. Warte mal. 5, 4. Hey, willst du nicht wissen, warum ich damals abgehauen bin? 3. Du denkst vielleicht, ich habe nur an mich gedacht. 2. Es war wegen Chris. Wer ist Chris? Mein Sohn. Du hast einen Sohn? Damals bei dem Überfall, da war ich schon im 4. Monat. Aber ich wollte, dass das Kind ganz normal aufwächst, wie jedes andere, mit einem geregelten Leben, nicht ständig auf der Flucht. Ich habe ein Bild dabei. Willst du es sehen? Ja, zeig her. Weißt du? So, wo waren wir stehen geblieben? Bei 2? Was kannst du nicht machen? Ich wollte das nicht. Der hat mich bedroht. Der wollte mich erschießen. Ja, ganz ruhig. Ich habe mich auf ihn gestürzt und wir haben um die Waffe gekämpft. Und dann fiel der Schuss. Menschen erschossen. Sie konnten nichts dafür. Sie haben in Notwehr gehandelt. Ist das der Mann aus der Tiefgarage?
Na, wie geht's denn den Kollegen? Oh, das ist ja eine 180-Grad-Wendung. Du bist ja richtig gut gelaunt. Ja, vielleicht liegt's daran, weil wir endlich diesen Tiefgaragenfall zu den Akten legen können. Tja, wie geht's denn der Mutter? Bestens, bestens. Und ihrem Sohn auch. Also das heißt, dass der Täter aus der Tiefgarage derselbe Mann ist, der heute Mittag zu Tode gekommen ist? Naja, zumindest waren seine Fingerabdrücke auf der Tatwaffe. Ja, warum hat er ihn erschossen? Die beiden haben damals wahrscheinlich wirklich diesen Werttransporter überfallen. Und jetzt gab es wohl Streit um die Beute. Aber warum jetzt erst? Die waren doch schon die ganze Zeit untergetaucht. Vielleicht hat der eine den anderen damals übers Ohr gehauen. Ja, und jetzt sind sie wieder aufeinander getroffen. Ja, okay, aber wieso ausgerechnet in der Tiefgarage? Naja, dafür kann es viele Gründe geben. Was ich mich eher frage, wenn es um die damalige Beute ging, wo ist die denn jetzt? Also wisst ihr was, Leute? Das könnt ihr jetzt mal rausfinden. Ich habe noch einen Termin. Aber nicht bei dieser Zeugin, oder? Nein, bei ihrem Sohn. Der Kleine hat sich so gewünscht, dass endlich mal jemand wieder mit ihm PlayStation spielt. Ja, und jetzt fühlst du dich verpflichtet. Ja, irgendwie schon. Mike hat mir ein Spiel empfohlen, das habe ich gekauft. Und das schenke ich jetzt dem Kleinen und spiele eins bei Runden mit ihm. Also, macht's gut, ja? Ciao. Viel Spaß. Tschüss. Irgendwie passt das doch nicht. Eifersüchtig? Oder glaubst du, er kann nicht PlayStation spielen? Ach, nein. Ich meine, in diesem Fall gibt es einfach viel zu viele offene Fragen. Irgendwas stimmt da doch nicht. Chris gar nicht da? Leider nein. Der ist bei einem Freund. Oh, tja. Soll ich ihm das Geschenk geben? Tja, das wäre das Beste, oder? Mhm. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ich habe was gekocht. Sie haben mir gesagt, Sie würden noch mal wiederkommen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ja, das schon, aber eigentlich bin ich wirklich nur hier, um das Geschenk abzugeben. Ach, jetzt setzen Sie sich doch bitte. Okay. Möchten Sie einen Schluck Wein? Ein kleiner Schluck wäre okay, ja. Einen kleinen Schluck. Gut so? Ja, der ist schon sehr klein, oder? Also, dann Prost. Zum Wohle. Hm. Ich koche übrigens gern. Mhm. Hoffentlich mögen Sie Kalbsfilet. Ja, eigentlich schon. Hm? Ich habe erst an Austern gedacht. Ich habe gelesen, die wirken potenzsteigernd. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Aber ich glaube, bei mir wird das nicht funktionieren. Also, das wäre wahrscheinlich so schlecht, dass da gar nichts mehr laufen würde. Oh. Die Arbeit. Wo kann ich Ihnen hier in Ruhe telefonieren? Sie können in Chris' Zimmer gehen, erst rechts. Wunderbar, okay. Oder Sie gehen gleich ins Schlafzimmer. Dann gehe ich doch lieber zu Chris' Zimmer. Danke, ja. Hi, was gibt's? Michael. Deine Kollegen haben noch mal ein bisschen überlegt. Aha. Also, es geht um die zwei Toten. Wir wissen jetzt eindeutig, dass sie verantwortlich sind für die Überfälle auf die Werttransporte von damals. Ja, und? Pass auf, der eine war Schweißer. Und der andere, der hatte nicht mal eine Schulausbildung, geschweige denn eine Berufsausbildung. Der war eigentlich schon immer kriminell. Jungs, irgendwie weiß ich im Augenblick nicht so richtig, worauf ihr hinaus wollt. Die Werttransporter damals, die hatten alle digitale Alarmanlagen. Und die musst du erst mal knacken, um an das Geld zu kommen. Unsere beiden Toten hatten, glaube ich, einfach nicht den Griff dafür. Ach so. Ihr meint, dass da noch ein dritter Mann im Spiel war? Oder eine dritte Frau. Ich habe nur mal die Zeugin durchleuchtet. Die hat einen relativ interessanten Lebenslauf. Ja, und was? Naja, sie hat schon bei relativ vielen Softwarefirmen gearbeitet. Und zwar nicht als Sekretärin. Sie ist eine relativ hoch angesehene Programmiererin. Ich glaub's nicht. Aber das würde natürlich erklären, warum der erste Mord ausgerechnet bei ihr in der Tiefgarage stattgefunden hat. Da hat sie wahrscheinlich einen Komplizen wiedergefunden. Das war genau unsere Überlegung. Die Frau muss die Männer damals hintergangen haben. Sie ist mit der Beute abgetaucht. Ja, und der Tote wollte einfach nur seinen Anteil. Ja, und den einen Komplizen erledigten und schießt dem anderen in die Schuhe. Ja. Sie wusste ganz genau, dass der Zweite irgendwann auftauchen würde und auch seinen Anteil einfordert. Alles klar, Jungs. Ich bringe Sie mit ins K11. Macht's gut, ja? Ciao. Schlechte Nachrichten? Ja, allerdings. Ich muss Sie bitten, mich zur Dienststelle zu begleiten. Wieso das denn? Wieso? Wir gehen davon aus, dass Sie für den Tod der beiden Männer verantwortlich sind. Was soll das denn jetzt sein? Hey, legen Sie die Waffe weg.
Es war eine gute Sache. Ich wollte das Geld nicht für mich behalten. Es war für meinen Sohn. 4 Millionen? Chris, heute ist er nichts fehlen. Er hat doch nur noch mich. Hören Sie, man kann seine Kinder vielleicht auch anders absichern, ohne Menschen dafür umzubringen. Die anderen, die hätten ihren Teil nur verjubelt. Das wäre aufgefallen. Und jetzt? Darauf wartet doch die Polizei nur. Und jetzt? Jetzt wollen Sie mich auch noch erschießen? Wenn ich es nicht tue, bringen Sie mich in der Gitter. Und ich kann nicht so einfach ins Gefängnis. Was wird denn dann aus Chris? Vielleicht hätten Sie das mal früher überlegen sollen. Mama. Was machst du denn hier? Sag mal, was machst du denn da? Her damit. Sie sind vorläufig festgenommen. Bitte. Und Sie was zum Anziehen. Und du kommst am besten auch mit. Diana Lammert wurde wegen zweifachen Mordes, mehrfachen gemeinschaftlichen Raubes und falscher Verdächtigung zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihr Sohn kam zu einer Pflegefamilie und besucht seine Mutter regelmäßig im Gefängnis.